Hallo, mein Name ist Josh Bauer. Ich bin Leiter der Produktmanagementabteilung für digitale Abformung und für Laborprodukte und ich freue mich, Ihnen heute unseren neuen Scanner Apollo DI vorstellen zu können. Bei diesem Scanner handelt es sich um ein speziell für die digitale Abformung entwickelten Gerät, das nur dafür eingesetzt wird, Daten im Mund zu erfassen mit einer Kamera, um sie später über ein Portal direkt zum Zahntechniker zu senden, der dort Möglichkeiten hat, ein digitales Modell zu bestellen, als physisches Modell, auf dem man später tatsächlich gearbeitet werden kann. Ich kann Ihnen mal demonstrieren, wie einfach die Bedienung ist. Es handelt sich um einen wunderbaren Touchscreen, der ewig ähnlich funktioniert, wie Sie das vom iPad kennen. Man geht auf die Restauration drauf und kann hier ganz einfach touchen und bedienen. Hier sehen Sie unsere beiden digitalen Abformgeräte. Wir haben auf der einen Seite aus dem Zerec-Bereich die Zerec AC Connect, hier mit der Omnicam. Das ist eine Einheit, die nach wie vor im Zerec-System arbeitet. Das heißt, hier ist eine spätere Anbindung an die Chairside-Anwendung mit einer Schleifmaschine möglich. Dort hinten sehen Sie die Apollo DI. Apollo DI ist diese speziell für die digitale Abformung geschaffene Aufnahmeeinheit, die keine Anbindung an eine Schleifmaschine möglich macht. Hier sieht man an einer Live-Demonstration, wie ein Zahnarzt direkt am Patienten mit der Apollo DI-Kamera die intraorale Aufnahme macht. Beeindruckend ist dabei insbesondere das sehr leichte Gewicht der Kamera, die mit weniger als 100 Gramm das Behandeln sehr, sehr einfach und schnell möglich macht. So, hier können wir Ihnen unseren neuen Laborscanner INEOS X5 zeigen. Dieser Scanner ist speziell für den Laborbereich entwickelt worden. Ganz besonders stolz sind wir auf den Roboterarm, der es hier ermöglicht, in 5 Achsen jede Modellsituation in allen Winkeln vollständig zu erfassen. Wir erreichen unter anderem deswegen auch eine sehr, sehr hohe Präzision des Scans, weil wir mit sehr wenigen Aufnahmen die gesamte Modellsituation erfassen können und dadurch gewährleisten, dass wir bei diesem Scanner auch mit Implantatrestaurationen rechnen können. So, eben haben wir gerade gesehen, wie mit dem INEOS X5 die Modell eingescannt wird. Wir haben es jetzt bereits konstruiert, die viergliedrige Brücke, die wir hier sehen. Einmal mit einem vollanatomischen Element und voll reduzierten Elementen. Hier kann ich individuell mir die Brücke gestalten. Zusätzlich neu in der Software ist unser virtueller Artikulator, über den ich mit dem okklusalen Kompass sehr schnell sehen kann, aus welcher Bewegungsrichtung die dynamischen Kontaktpunkte kommen, die ich dann individuell mit unseren Werkzeugen auch korrigieren kann. Über den okklusalen Kompass, wie gesagt, sehen wir, aus welcher Bewegungsrichtung der dynamische Kontakt kommt. Und nun kann ich mit den Werkzeugen ganz individuell entscheiden, möchte ich diesen Kontaktpunkt wegnehmen oder möchte ich ihn belassen. Über unser Werkzeugrad habe ich direkt Zugriff auf ganz viele unserer Werkzeuge und kann sofort zugreifen und mir das richtige Werkzeug herausholen. So, ein weiteres Highlight der neuen 4.2-Software ist das sogenannte Smile-Design, bei dem wir in der Lage sind, aus einem 2D-Bild eine dreidimensionale Rekonstruktion eines Patientengesichtes zu rechnen, das wir dann in der Software überlagern können mit unserer Konstruktion und so direkt sehr schnell entscheiden können, ob die Restauration auch wunderbar in den Patienten passt oder zum Patienten passt. Und als besonderes Highlight, dieses Gesicht ist dreidimensional, das heißt, ich kann mir es aus allen Richtungen anschauen und beurteilen. Wir werden einen neuen Herstellungsprozess auch einführen, das Fräsen für Zirkonoxid und für Kunststoffe und damit auch das sogenannte Nesting, bei dem wir nun die Möglichkeit haben, die Restauration frei im Block zu positionieren und somit deutlich mehr Flexibilität für die Herstellung von Restaurationen bekommen werden. Hier können wir bei unseren Schleif- und Fräsmaschinen InLab MCXL drei Besonderheiten vorstellen. Auf dieser Maschine schleifen wir im Moment unsere Incoris C-In-Blöcke. Diese Blöcke zeichnen sich dadurch aus, dass im Block selbst eine quasi Schichtung vorliegt, die hervorragende ästhetische Frontzahnrestaurationen ermöglicht. Auf dieser Maschine schleifen wir gerade Incoris CC. Bei Incoris CC handelt es sich um ein Nicht-Edelmetall, sodass wir hier auf dieser Maschine erstmals auch demonstrieren können, nicht nur keramische und Kunststoffmaterialien zu fräsen, sondern auch in den Bereich der Nicht-Edelmetall-Restaurationen eintauchen zu können. Eine weitere Besonderheit können wir Ihnen an dieser Maschine zeigen. An dieser Maschine fräsen wir Zirkonoxid. Das ist eine neue Technologie, die wir bei der MCXL einsetzen,
Bislang haben wir mit Diamantwerkzeugen geschliffen. Heute setzen wir auch Hartmetallfräser ein, das insbesondere in Verbindung mit Zirkonoxid deutlich bessere Präzisionen und Kantenstabilität als Ergebnis bringt. Bei diesem Sinterofen ist uns eine ganz besondere technische Errungenschaft gelungen. Wir können nämlich hier in nur 10 Minuten bei Einzelkronen einen Sinterprozess vollziehen, der normalerweise bislang 60 Minuten gebraucht hat. Das heißt, hier ist es fertig, in sehr, sehr kurzer Zeit Restaurationen aus Zirkonoxid durchzusintern. Wir sehen, wie der Kollege jetzt hier auf diesen Ofen die Restauration aufsetzt. Anschließend wird bei 1580 Grad der Prozess gestartet und nach 10 Minuten bereits ist die Restauration vollständig durchgesintert. Bei diesem Infire HTC Super Speed ist es zusätzlich möglich, eine Argonflutung in die Brennkammer einzuspülen. Das ermöglicht das Sintern von Nicht-Edelmetall-Restaurationen des Materials in Corys CC. Dies war ein kleiner Produktüberblick über die zahntechnischen Produkte, die wir Ihnen bei der Sirona auf der IDS in Köln 2013 haben zeigen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen. Bis dahin alles Gute und tschüss. Ihr Schorsch Bauer.